Herzlich willkommen, Leute, zu Counter-Strike Tribal Town Battleground. Heute haben wir mal eine kleine Umstellung. Und zwar spiele ich selber in einem Team. Kapuze ist im Gegnerteam. Und bei mir sind jetzt AGP, Lobius, Vita und Nancy. Hallo. Moin, moin. Hallo, ist Nancy auch da? Ja, hat eine Waffe gekauft, hab's gesehen. Nancy, ich weiß, dass du da bist. Rede mit uns. Ich hab dich kaufen sehen. Du bist, also, ich würde gerne die Rampe fahren. Wie, hört ihr mich nicht, oder was? Doch, wir hören dich, Nancy. Also, ihr könnt, geht ihr hin, wo ihr wollt, und ich nehme einfach die letzte Rampe. Position, die überbleibt. Okay, dann nehme ich. Da, wo soll ich hingehen? Ich denke, außen oder oben? Oder mal oben. So kurz Rampe sind jetzt schon drei. Denkt da nur zwei Rampe. Ja, zwei ja. Oben, eine außen können wir machen. Ja, aber los. Rampe kommen, denke ich mal, ne? Außen kommt einer. Außen kam einer. Außen kommt. Ernsthaft? Ja, wir kommen. Über Secret oder? Ja, jetzt kommt das Secret runter. Okay, ich bin Secret. Ich bin schon vier Secret. Stück, alle vier kommen runter jetzt. Geh ab, runter. Geh da weg! Wer hängt da? Weg da! Nein. Einer ist on spot bei dem, Ja, mit Blenden. Alles klar. Nicht mehr. Ist weg. Einer ist noch Secret. Fenster ist er. Fenster. Letztes Fenster. Okay, passt. Wow, ich hab einen Kill gemacht. Rast ich hab aus. Auch einen. Ich will also wichtig ist halt, wenn ihr... Ja, also die beiden die Leute, die oben machen. Einer so, dass er die Pommes im Blick hat. Und einer, dass er die Hintertür im Blick hat. Jetzt weil, MP, oder? Ja, ja, jetzt eine MP-Runde. Schon mal eine Smoke für Rampe, ne? Oder eine Brand? Ne, ich hol eine Brand. Ne, mach lieber Smoke, weil sonst können wir nämlich nicht verschieben rechtzeitig, wenn sie über außen laufen. Jetzt ist schon. Wenn du mit Brand spielst, kaufst du dem Team 10 Sekunden Zeit. Wenn du mit Smoke spielst, gehst du rauf, dass du gegen die kämpfst, weil du siehst den Gegner vorher. Okay, ist weg. Außen, wieder, hinterm roten außen. Container. Ja, aber noch nicht durch. Noch nicht durch? Jetzt einer durch. Okay, dann geh's runter. Dankeschön, das war knapp. Einer durch. Ah, da kommt wieder. Noch einer, noch einer. Vita. So. Ich hab nicht mal richtig. Hier kam gar keiner. Vita Wolf. Ja, groß. Wo sind die alle hin? Die versprochenen Kills. Hua! ja. Cool. WD ist nur, wenn einer stirbt, also eine andere Waffe kaufen. Also niemals eine Waffe wegwerfen für eine neue. Okay. Immer komplett ausspielen, das Ganze. Kevlar nachkaufen erst, wenn es bei 60 ist. Ah, achso, okay, ich kaufe immer, jede Runde. Nee, ja, weil es ist immer gleich teuer. Zum Beispiel auch, wenn du nur ein Kevlar verlierst, musst du trotzdem 600 zahlen. Das ist es nicht wert, erst bei 60. Die Smoke ist scheiße, die kommen, glaube ich, ran, wer? Ja. Ja. Kontakt, bin geblendet. Scheiße. Sehr gut gemacht, habt ihr den von hinten abgefangen? Ja, das ist nämlich für die, wenn wir auf Terrorseiten spielen, merkt euch das, wenn ihr Rampe rusht und ihr werdet aufgehalten vorne, wenn zwei Leute sterben, dann müsst ihr euch entweder überlegen, geht ihr jetzt alle raus oder komplett zurück. Aber wenn ihr hier drinnen stehen bleibt, dann ist es wie in einer Mausefalle. Also es kam von allen Seiten konnten wir angreifen. Woran sehe ich eigentlich, wie weit mein Kevlar runter ist? Unten links. Unten links, ja. Neben der HP. HP und Kevlar. Dann kommt daneben cool. Ist Kevlar. Die Zahl. Und Nancy, nachladen musst du nicht. In Counter-Strike Go wird am Ende der Runde automatisch nachgeladen. Nee, ich meine, ich wollte nachladen, weil da eigentlich drei Leute drin waren. Ich habe das eigentlich gekriegt. Ich hab zwei gerade so zurückgekommen, damit ich nicht sterben. Nicht gestorben bin quasi. Und übrigens Basti, Angeber. Außen. Außen? Auf jeden Fall außen. Ich versuche mal eine schöne Nade zu werfen. Ich ein bisschen zu früh. Diesmal warte ich auch unten. Bin bei B. Komm über A. Nein, bin wieder rein. Machen die einen Vent Rush? Nee, Vent sind noch clean. Komm auf A. Vent ist kommt. Einer, Krabs geht aber weiter, kommt nicht Vent. Einer Vent ist noch keiner, jetzt sehe ich nichts mehr. Okay, das war's. Einer ist in Secret reingelaufen und einer ist beim roten Container, wenn ich mich recht entsinne. Okay, ja. Dann warte ich. Ja, einer ist aber oben weg in den Vents jetzt. Drin. Und es ist keiner von euch. Geh weg! Entschuldigung! Okay, das war Julia. Julia war im Vent, da ist der Rest bestimmt auch irgendwo in der Nähe. Ja, Secret ist unten einer. Okay. Aber die müssen kommen. Die Bombe haben wir haben. Oder? Bombe ist bei uns. Nein. Schön. Was? Wow, der hat mich ich bin mal sehr auf den Teamwechsel gespannt, ob das
ob sich das auch irgendwie auswirkt, gerade wenn... was ganz wichtig ist, das habe ich jetzt in den ganzen Aufnahmen, ist mir zweimal aufgefallen, aber habe ich nie angesprochen, weil ich einfach dazu nicht kam. Ist jetzt ein bisschen einfach, wenn ich mit euch rede. Schneller verschieben. Das ist immer ganz wichtig. So, also zum Beispiel auf das 2 ist mir sehr oft aufgefallen, es wurde gesagt, ah, lang 3 und auf B wurde aber noch ewig lange gewartet, also vielleicht ob die B kommen, aber auch wenn sie danach noch B kommen würden, ist das egal. Wenn 3 Leute auf A sind und man tötet die 3, dann sind die dann eh nur noch zu 2. Das Verschieben ist wichtiger. Okay. Oh, Flashbang war das. Das war Pommes. Einer. Pommes einer drin. Das gibt eine schöne Nade. Oh, die hat Schaden gemacht. Sind die schon da? Ja, auf A? Nee, die sind im Vorraum. Okay. Pommes einer down. Komisch, immer noch wie die vorne im Vent reingekommen sind. Und Pommes ist da, sind angeschossen. Wow. War das ein Ace? Ja, das Ace. War ein Ace. Ernsthaft? Krieg ich auch mal noch. Entschuldigung, Leute. Ich weiß jetzt schon das Kommentar auf der anderen Seite. Ich kann doch nicht mal eine neue Waffe kaufen. Ich hab 13.000 und hab immer noch eine MP. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Geld anstellen soll. Ich auch. Ich hol mir jetzt eine CZ. Deswegen bin ich gerade eben absichtlich ja gestorben, weil ich eine neue Waffe haben wollte. Und Leute, das ist auch nur eine Idee, ob das Ganze so weiter fortgeführt wird oder ob ich dann doch lieber wieder nur zugucke. Oder du spielst bloß mit einer Pistole, damit es ausgeglichen ist. Ja, obwohl genau. Das immer noch nicht ausgeglichen ist, auch Quatsch. Außen Double Flash, außen kommt, ich brenne den Container. Ja, da laufen sie alle durch. Okay, kommst du mit runter, Basti, gleich, weil die kommen ja dann durch Secret. Ich komme über außen. Oh, ich bin fast tot. Main Entry 2. Bin gleich da. Nein. Einer aus dem Vent. Nee, du hast mich angeschossen. Oh doch, das ist oh, mich krass. Nein, da ist einer im Vent. Also sind die doch A gegangen, nicht unten. Nein, die Bombe liegt außen, ne? Okay. Pass auf, Nancy. Was? Ich bin nicht Garage schief. Die sind hier. Einer ist noch bei der Treppe. War. Und jetzt fehlt nur noch Julia. Wartet, ich weiß nicht. Kann ich schießen, mal eine Granate runterwerfen. Ja, die Brand war vielleicht nicht so gut. Könnt ihr nicht hinterher. Wieso, wozu denn? Die Bombe ist doch hier. Achso, das ist okay, nur dann. Warte mal, es kann aber sein, dass sie vielleicht über A die Vents wieder hochkommen. Sie könnte den Schacht hochkommen, ja. Ich save die Bombe. Ich bin mal drin. Sitzt neben den Vents. Das ist, glaube ich, das Einzige, was er jetzt noch kommen kann, denke ich. Und hintenrum, das ist. Also, sie könnte an. Komplett über die Rampe gehen, aber es wäre von der Zeit her, wäre es halt schwach. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht gesehen, was sie für eine Waffe hat. Eine Waffe saven, also wenn es eine AK wäre, würde es jetzt noch lohnen. Wenn es eine MP wäre, würde es nicht mehr lohnen, die Waffe zu saven. Also, deswegen, eigentlich hätte sie jetzt kommen müssen. Aber jetzt zum Beispiel lohnt es jetzt zum Beispiel auch nicht mehr, denn jetzt könntest du zwar rauskommen, vielleicht noch 2 Leute töten, wird die Runde damit aber nicht gewinnen. Sie wird die Waffe, die sie hat, saven. Aber ich glaube, es ist keine AK. Nein, die kommt. Ja, aber Zeit läuft trotzdem ab. Ja, die kam übrigens über Rampe, die Julia. Sie ist drin, wenn er genau da ist. Okay. Das macht nichts. Danke, Julia, da kann ich mir eine Waffe holen. Yes! Wenn ihr eine Waffe braucht, sagt ihr Bescheid. Na, ich hab auch noch 11.000. Läuft! Watch out! These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Wer drängt mich denn ab, der Dalu? Ey. Ich kann ihn nicht abdrängen, ich bin ja nur gerade ausgelaufen. Mit der Aux sich jetzt hierher setzen, das ist ein da. Zack. Außen Flash. Außen Flash, okay. Einer Pommes down. Mhm. Oh Mann, drei Stück außen. Drei Stück außen. Sind die durch? Nee, noch lange nicht durch diesmal. Oh, ich bin fast down. Ninja! Selbst bei mir. Ich glaube, die sind. Vorne rein, durch. Kapuze, kommt Haupteingang. Ja, nein. Ah. Ja. Hinter mir war noch Maggie. Wo ist der? Okay. Ah, geh mal mit dir. Wo genau? Also ich bin A oben, aber ich sehe keinen. Wo genau weiß ich nicht. B ist keiner mehr, oder wie? Du bist A oben auf dem Cat? Ja.
Nicht schießen. Sehr cool. Hat er die Bombe? Wahrscheinlich. Ich sitze unten im Vent und hoffe. Ich habe die Bombe auch nicht einmal gesehen. Das ist der Dalu, den du da hörst. Nee. Doch, das war Dalu. Ich habe gerade Dalu beobachtet. Ja. Ich denke, Scheiße, zu früh geschossen. Tür ist gerade aufgegangen. Ich habe es auch gehört, ja. Leider zu früh geschossen. Wow. Okay, ich kaufe mir jetzt richtig. Willst du jetzt eine AWO oder was? Nein, eine M4. Wir sollen jetzt mal über Rampe kommen, ich will jetzt mal Kills haben. Hat Kapuze die Woche Pause gemacht? Der schwächelt ein bisschen. Gute Frage. Du weißt ja, der Smoke diesmal besser. Okay, meinst du so? Das Rand geht aber auch. Außen 2, aber noch nichts Ganzes. Verschieb schon mal trotzdem nach außen. Wenn sie durch sind, könnt ihr mir bitte Bescheid sagen? Jetzt 2. Okay. 3. Kann mal innen mit runterkommen, bitte auf B? Bombe ist gefallen. Bin dabei. Oder? Bin mir sicher. Nein, Bombe ist nicht gefallen. Secret geht auf. Scheiße. Ach, verdammt! Krabs in Events. Jetzt drin. Geht in den. Erst auf die Shops versendet. Steht in der Mitte. Lobios, ich los, die sind unten. Am Fenster steht einer links von dir, Alvin. Einer im Vent, einer links ja, von dir. Ja, Krabs im Vent, immer noch. Nein! Oh, dahin. Ah, da kam ich da wurde ich angerusht von Kapuze in dem Moment. Ja. Krabs habe ich im Vent. Kapuze ist an der Rampe direkt. Genau. Einer fehlt noch. Luft. Alles klar. I'm defusing the bomb. Ich hab schon gedacht, das tut mir schon leid, ein bisschen. Also ist es vielleicht nicht ganz so ausgeglichen. Ich glaube auch nicht. Naja, es gibt ja noch eine Runde gleich. Zumindest brauchen wir jetzt keine Sorge haben, wenn man mal AFK geht. Ja, stimmt. Wenn ein Internetabbruch ist, ist nicht so schlimm. Du kannst es aufsehen. Das wird eine einmalige Sache bleiben. Ja, ich glaube auch. Ja, ich finde auch, also in der Rückrunde solltest du nicht mehr mitspielen. Ja, Kapuze schon fluchen irgendwie. Ich denke mal, Kapuze ist relativ laut. Ich höre ihn schon. Ich höre ihn auch schon aus Wien hierher. Der brüllt ein bisschen. Nein, der hat schon nach der zweiten Runde gesagt, bestimmt, wir haben schon verloren. Aber es ist auch wirklich einfach nicht fair vom Niveau her. Nee. Außen, komm wieder unten. 2 durch, 3 durch. Okay. Kannst du gleich mit runterkommen, Basti? Weil du brauchst gar nicht lang gehen. Das ist Quatsch. Naja, manchmal hilft's, wenn sie stehen bleiben. Ist jemand Vents von euch? Ich. Alles so klar. Pass auf, Secret geht auf. Ich hab einen gekriegt und dann bin ich doch gestorben. Einer ist am Fenster, Basti. Der steht genau links von dir. Wieder Kapuze. Ja, der kommt immer an dieselbe Stelle eigentlich. Das ja, ich hab aber dafür Boro bei unten gehabt. Ja. Ah, Krabs da okay. Unten, ich treff ihn nicht mehr. Krabs ist unten im Gang, unten bei Secret. Lobby, yeah, der Rushy. Genau da ist Krabs im Fenster. Du? Nein. Krabs okay. Im Fenster. Nee, das ist echt, das ist nur Krabs? Ja, ist Krabs. Aber so. Die müssen noch blenden. Ja, darauf wartet Alu gerade. Die Bombe hat er dann. Ja, wie gesagt, noch blendet er nicht. Die diskutieren bestimmt gerade über einen Fake-Blend. Könnte sein. Ja. Oh Gott. Ich fühle mich so schlecht. Ja. Merkt man gar nicht. Also ich muss auch zugeben, bei mir kommt auch nicht dieses geil, wir räumen ab Gefühl auf. Nee, bei mir auch nicht. Wir räumen gar nicht ab.
Ja, genau, wir räumen nicht ab. Da räumt ab. Ja. Da gibt es nicht irgendeine Waffe, mit der du jetzt nicht so gut wärst, womit das dann irgendwie ein bisschen Gleichgewicht hätte? Ja, du kannst doch mit der Standard, mit der P2000 spielen. Mit der Bison oder so? Let's go! Irgendwie sowas. Spiel mit der SSG. Ach ja, das Rematch noch. Nächste Woche wird's. Nächste Woche müssen wir was ganz anderes finden. Mhm. Ich hatte jetzt aber echt gedacht, das wird gar nicht so auffallen. Außen. Oh, die rushen aber, glaube ich, Halle. Eingang. Kann sein. Warte mal, ich muss stopp, mir jetzt Basti, da ist einer. Die sind jetzt. Oh, kommen sie unten? Wo sind sie? Unten, außen? Die kommen überall jetzt gerade. Einer aus Rampe, die haben sich geteilt. Ja, das kann sein, dass die jetzt sagen. Die haben sich gesplittet. Jetzt komm außen. Oh nein, nicht schon wieder. Aber McManus hat ja nicht die Bombe, ne? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber kann mir gut vorstellen. Nein. Event gehört, war es einer von uns? Ja, nein. Das Main Entry? Krabson ist in... Ja, Main Entry und Event jedenfalls gehört von oben. Außen ist gehen sie auf keiner. B. Haben wir abgelenkt und haben dann Grand Rush gemacht. Ah, Krabs hat genau im richtigen Moment richtig geguckt, ja. Kapuza hat mich, er steht, Secret. Kommt jetzt aber zum Spot links von der Krabs ist da drin. Ja, doch, da ist einer. Nee, das ist eine Leiche, die er buggelt. Nein, aber Krabs ist auch in den Vans drin. Ja. Ja, Fenster auch. Ja, wenn ich was hören würde. Natürlich schlecht, wenn man nichts hört. Ja, auf jeden Fall. Auch mit der Logik. Soll ich die AWP nehmen? Spielen, so. Na, das wäre ja noch fieser. Was für ein Countryman? Country. Darf man eine Flashbang bitte? Mach ich immer. Pommes ist, meine ich, einer. Türe war jedenfalls einer? Ja. Nein. Wer schießt? Pommes. Sollen wir durch? Gehen die A? Nicht durch den Vent. Da habe ich gerade geburnt. Die brennen auf der anderen Seite, also die verschieben jetzt. Wohin? Keine Ahnung, aber ich sehe nur, dass die innen drin gebrannt haben. Okay, einer ist noch eine Pommes scheinbar. Einer, ja. Die sind geflasht. Nein, Tino was? Rampe oder Pommes? Das sind zwei, glaube ich. Auf A ist noch einer. Pommes. Down. Oh? Und, bis jetzt alle down, die ich gesehen habe. Ach, komm! Beim Vent. Oben in A. Beim Vent. Steht daneben, geht jetzt runter. Geht runter, er geht runter. Schön. Warst du? Achso, du hast am Schacht gedifft. Ja, ich war am Schacht. Ich werde zum Loot rein, wenn hätte. Genau. Okay. Volle Waffen? Ja. Naja. So, braucht ihr Waffen? Alle sagen ja und haben eine Empfehlung. Ja. Nee. Passt schon. Ich hab verstanden, habt ihr Waffen? Die Frage, die stellt man ja auch so oft in Counter-Strikes. Natürlich brauche ich eine Waffe als Counter-Strike. Jetzt kaufe ich mir eine, guck. Hey. Geht's so ohne? Ja, ihr habt gerade Waffen und ich gehe in den nächsten Schuhshop. Oder noch ein Slot. Wow! Außen noch zwei. Ja, zwei nur. Also insgesamt drei draußen, aber die Bombe ist bei euch. Die Bombe ist down bei uns auf Rampe. Bomb McManus. Ich mach jetzt mal ein bisschen Sperrfeuer. Kann ich das in die Bombe holen? Wo ist denn die Bombe genau? Die liegt hier. Ah, hier, okay, warte. Ist Maul. Die Lobby ist leer, aber ich. Doch, da steht der Scheiß, ich sehe ihn nicht. Okay, hab ihn. Was heißt da? Alter Schwede, das war knapp. Einer von euch sollte zum Beispiel aus der CT-Base sein. Genau, Nancy, ja. Ich hab ihn schon gesehen. Ja, da ist noch. Ist das derselbe gewesen? Weiß es nicht, es waren zwei. Ansonsten Heaven Bonus, ja. Oben. AGP, allein von der Positionierung her solltest du noch einen Raum weitergehen und zur Hintertür gucken, weil Vita hat Pommes im Blick. Das heißt, Vita wird eher.
Krabs. Okay. Ja, so wird auch reichen. Lobby? Die AWP wird er sehr wahrscheinlich saven. Und wenn, kommt er aus der Terrorbase oder aus der CT-Base? Naja, die wird er saven. Der da rumläuft, ist übrigens Krabs, also den ihr hört. Das müsste in der Pommes, also eben in der Halle sein. Ich gehe da nicht drauf zu. Ist der auf dem Dach? Nein, und das würdest du hören. Ach, mit dem, es hat Musik an, ich glaube es ja nicht. Das höre ich hier die ganze Zeit. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Okay, ich brauche eine, oder? Soll ich meine kaufen? Was, Lobby, was ist das? Du hast doch Geld. Ja, ich weiß nicht. Was hast du? Was, 7000? Eine. Willst du mich verarschen? Damit könntest du noch 2000 Waffen 2000. Kaufen. Jetzt liegt ja ein M4. Super. Ey, ist egal. Normal, wo ist der Lutsch? Wir werden uns ja gleich nochmal wiedersehen. Oh ja. Darauf hab ich auch so Lust. Das ist so eine AWP. Eine Außen-AWP. Lila, wenn du eine Smoke hast, hilf mir mal bitte und smoke mal bitte außen, sonst komme ich hier nicht mehr raus. So, leg die Smoke einfach, okay. Oder wenn du eine hast. Wohin? Basti? Einfach hier in die Mitte des Hofs einfach. Ja, danke. Die könnten Secret kommen. Ich hab schon einen. Okay, die sind alle hier. Wo alle? Unten? Alle sind da außen. Die kommen jetzt zu mir über Rampe. Die rennen mir hinterher. Die wollen mich unbedingt haben. Nancy, ich komme ja, zu dir. Ja, komm. Bin gleich da. Könnte sein, dass der gleich reinkommt. Ja, aber ich kann hinter nicht. Hinter dir ist nichts, Leute. Nein, bleib auf Position. Haupteingang A. Ja, ich hab's gesehen. Los. Da kam noch einer im Vorraum jetzt. Ja. Kapuze steht an der Hintertür mit 4 HP. Awe ist mein Pommes. 4 HP Hintertür. Nancy, geh am besten auf Heaven. Weil, Wie jetzt Heaven? Also über CT Base, genau. Aber nimm Waffe in die Hand, denn viele können auch außen schon gegangen sein. Nee, AGP, du hättest da bleiben sollen, damit die nicht Rampe gehen können. Weil die können jetzt die Bombe auf in beide Richtungen nehmen. So dass ihr wieder alles im Blick habt. Sind die hier vorne? Bei Pommes? Noch, ja, also auf jeden Fall sind sie noch nicht unten, das ist ganz gut. AGP am besten ein bisschen anders hinstellen, dass du von der CT-Base nicht gesehen werden kannst. Wenn Krabs mit der AWP über CT-Base kommt, schießt er den Rücken. Genau. Ah, scheiße, falsch geschmuckt. Das war allgemein nicht so gut, Nancy, weil jetzt könnt ihr durch den Schacht gehen, ohne dass du es siehst. Ja, ich wollte eigentlich genau in den Vorraum die Smoke werfen, aber dabei. Ich höre Steps. Vorraum. Ja, die kommen Rampe. Gibt's ja nicht gnadenlos daneben geballert, wie ein Irrer. Kapuze ist unten bei B. Aber Zeit ist wieder abgelaufen. Vorsicht, Nancy, lass dich nicht killen. Nancy! Ah, lol! Oh. Wenn du wegräumst, töte ich mich selber. Lass dich nicht killen und nicht in dem Moment scheiße. Ich würde jetzt außen gehen. Werfen. Derjenige, der noch außen ist. Ja, das bin ich. Ach, du bist allein auf außen, oder wie? Ja, natürlich. Immer. Okay. Zwei Halle, zwei B, einer außen. Okay. Muss ich echt mal zugeben, wo bist die Granate du denn immer war doch perfekt, oder? Immer umwechseln, damit du von Abend nicht gesehen werden kannst. Entweder roter Container oder auf dem Zaun oder Außencade oder Garage. Aber so, dass du halt immer eine andere Position hast. Also, Lobius, machst du Pommes oder Tür? Was? Lässt du die Hintertür oder die Pommesbude? Ich mach grad gar nichts, weil Basti ist da oben. Was? Hä, ich bin draußen. Ach, Vita ist das, Entschuldigung. Ich guck auf Tür und Pommes, also Pommes rein nicht, aber Tür ist gerade auf, Tür ist eine drin. Kapuze ist raus. Hab ich angeschossen. Hat jetzt abgebrannt da unten. Könnten also immer noch in der Pommes drin sein. McManus ist da drin, Lobby. Okay. Ich hätte meine Position nicht verschieben sollen. Hast du eine Granate? Krabs hat noch drei. Nee, warte, okay. Der kommt, Lupius. Wo? McManus war gerade Richtung Rampe. Es kann aber sein, dass er jetzt wieder zurückläuft Richtung Pommes. Ja, das sind schon auf jeden Fall rein. Die Steps. Ja, okay, Lupius, verschieb mal, geh mal Rampe runter. Ja, nicht, dass er gleich da um Ecke ist. Tür ging gerade wieder auf, in Lobby. Laying down smoke. Geh einfach schon mal ein Stück runter. Also Lobby muss einer sein. Kann sein, dass er jetzt hinter dir kommt, Lobius.
Okay. Ich hätte den Headshot verpassen können, ne? So, letzte beim Runde. Wieder, dass du, da musstest du ab und zu, musst man wirklich einen Blick auf den Radar werfen, denn ich hatte auf dem Radar einen gesehen, das war Krabs im Schacht. Und der stand auf dem Schacht, aber konnte nicht durchschießen, weil es halt voll ungenau wäre von der Leiter aus. Der hatte dich die ganze Zeit im Visier gehabt. Okay. Den hast du, weil du ihn halt auch gesehen hast, also jetzt nicht du, aber deinen Charakter sozusagen, wurde er auf der Karte angezeigt. Ja, ich gucke eigentlich die ganze Zeit auf die Karte, ich habe keinen roten Scheiß. Lopius, keine Sorge. Da muss ich ein bisschen mehr mitarbeiten. Ja, auf jeden Fall, die Karte ist sehr wichtig. Okay. Hallo, bist du jetzt außen? Ich bin jetzt außen gegangen, weil du nicht außen warst. Und bis jetzt. Außen. Ja, dann komme ich jetzt Rampe? Wieder. Nein. Alle Rampe. Alle Rampe? Ja, alle das Rampe. Sind drei, vier. Vier Stück waren zumindest bei Aha. der Rampe. Das slicke Move oder was? Legen. Blended. Tot. Wow! Da! Wo denn? Unten, wo denn? Unten links. Wenn du Rampe runterkommst, links unten. Ich muss gerade nachladen. Ah! Da wollte ich gerade eine Nade werfen. Okay, ja. Richtig. Die werden jetzt nochmal. Nee, können sie ja gar nicht. Seitenwechsel. Seitenwechsel. Ich wollte gerade sagen, die werden jetzt nochmal Rampe kommen. Rampe. 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 Ich gebe wieder Rampe. So, jetzt ist halt wichtig. Das, wir machen dasselbe als erstes wie die, wir gehen außen und dann durch ein Secret. Das ist okay. halt, in der ersten Runde ist es sozusagen einfach ein Feuergefecht, wo wir am Anfang halt den Vorteil haben, 5 gegen 1 zu schießen. Kann aber natürlich halt auch übel nach hinten losgehen, weil wir ein größeres Ziel sind als er, weil er halt einfach in die Menge halten muss. Ja, wir laufen trotzdem mit der P-Stil da vorne, ne? Ne, AK wäre schon besser, aber, ja. nur Pistol. Deswegen muss man eine CZ. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein Thema. Genau das kann passieren. Er hält halt voll rein. Versucht durchzukommen. Gerade die Bombe muss durch. Und noch einer, damit er Backup hat. Weil zwei Leute warten schon unten. Boah, das war knapp. Lauf durch, vorne, lauf durch. Weißer, jetzt hab ich nur noch eine Kugel. Das ist die wichtigste. Hatte jetzt schon Angst, erschossen zu werden, aber da ist ein freundlicher Polizist gewesen. Er kommt von oben. Schafft den Schacht. Er ist oben, an der Hintertür. Er kommt Schacht. Ich hab noch 14 HP und eine Kugel. Wenn er jetzt nicht Schacht kommt, kommt er Rampe. Weil das von der Zeit her kannst du noch Rampe sein jetzt. Nein, nein. Nein. Schacht. Oh, also. Nein. Ja, er muss da rauskommen. Ist super für die Zeit. Ich verstehe jetzt, mal. Jetzt siehst du nur noch einen Schacht, Lopius. Ja, das ist blöd. Er lädt nach? Ich war das. Nee, das war Lopius. Nee, aber er schießt draußen Kapuze und dann sehe ich so beim Nachladen aus dem Augenwinkel Manus und er schießt nicht okay, auf mich. Nein, ich darf's nicht. Schieß doch noch, Nancy! Ach so. Nicht springen, nein. Schieß nicht! Oh no. Ich wollte da rein! Nancy, erschieß gut. ihn! Ja, das ist, ich wollte ihm Angst machen einfach. Das so, jetzt Rampe, oder? Nein, wir machen jetzt anders, weil wir haben ja, von denen sind zwar auch alle draufgegangen, aber wir konnten halt mit Bombe legen, können wir es halt riskieren, Halle zu rushen. Einfach 3 Stück durch die Pommes, 2 durch die Hintertür und das als erstes nach oben zu schauen, auf den Cat. Das ist ganz wichtig. Der als erstes aus der Pommes rausrennt, okay, muss auf jeden Fall so weit Platz machen, dass die anderen rausrennen können. Also wirklich den ersten Schritt noch zur Seite gehen. Direkt hart durch, oder? Ja, ja, und dann 2 durch die Hintertür. Go, go, go. Und nach oben schauen, blau. Go, go. Einer oben. Und ballern. Ballern und Bombe legen. Ist er tot? Ja. Alle vorbei. Tot. Ja. Vorbei, Vita, mach die Augen auf. Noch einer ist in der Halle. Hier, also Lobby. Vorraum. Hast ihn schön. Lass mich vorne rein. Na. Du ja, plant? Nee, doch nicht. Will noch einer planten oder? Ab. Wie blenden? Ich hatte die Bombe? Sag das doch mal! Deswegen frage ich, ob noch irgendeiner blenden möchte oder heute nicht. Nein! Mehr. Was für eine Scheiße! Okay, ich hab die Bombe. So. Und jetzt nochmal außen und wieder hinten runter. Ich einfach nicht geguckt habe, dass ich die Bombe okay, abgescheuert. Was ist das denn? Hier wird nicht ja, alleine, weil wir jetzt wieder den Vorteil haben, ist es 5 gegen 1. Und die haben jetzt auch Waffen, wenn sie es drauf anlegen. Die müssen ja kaufen, weil sonst das Match zu Ende wäre. Wenn wir Rampe gehen würden, würden wir mit unseren MPs gegen die beiden M4s verlieren. Genauso wie in der Halle. Außen ist halt auf jeden Fall nur 5 gegen 1.
Ich bin durch. Nein, ich gebe euch mal ein bisschen Backup. Nicht stehen bleiben! Ich bin Secret. Oh Gott. Weiter grün, das bin ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin gleich tot. Geile Nick. Okay. Hier ist niemand mehr. Hey! Entschuldigung. Du bist mir entgegengekommen. Vent. Hat mich. Oh nein. Immer noch Vent, McManus. Oh! Die freundliche Unterstützung von Dalukart. Ey, da Rampe auch einer. Rampe. Krabs kommt Rampe. Ah nein. Ja, hol ihn dir, du hast die Muni und lad erst nach, bevor du dich zeigst. Weil du, er kommt vom Fenster aus. Ja. Yes. Ich denke, dass der Vorteil jetzt trotzdem in dem Match gewesen ist, dass ich euch viel mehr direkt sagen konnte, als wenn ich euch nur zugeguckt hätte. Also ich finde, so ist es vom Kaufen her auf jeden Fall nochmal ein Stück besser gewesen. Ich bin jetzt sehr auf das Rematch gespannt. Das sehen wir dann aber erst am nächsten Tag. Macht's gut, Leute. Schaut bei den anderen vorbei. Allerdings in der Videobeschreibung. Bis dahin und tschüss. Ciao. Bye-bye.